Rikscha-Taxi. 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 Das ist vor der Tür. Sehr gut. Ja, hat perfekt gepasst. Ich komme hier an und dann waren da zwei Leute gesagt, ja. Ja, sag nur noch. Okay, also die Yvonne, eine Freundin von uns, die Yvonne Pajankowski, auch Mitgründerin, also wir sind ja zu dritt, die hat sich letztes Jahr im November war das, das überlegt, was man denn zur Passion sonst noch machen könnte, außer Passion spielen. Und da ist sie auf Rikscha fahren gekommen, weil ein Freund von ihr in München Rikscha fährt. Und dann hat sie uns das beim Grillen erzählt und wir haben uns gedacht, ja klar, das setzen wir um, das machen wir. Coole Idee. Zu den Verstärkungen. Wir haben halt da Verstärkungen eingebaut, weil die Chinesen ja wesentlich leichter sind als wir. Und wir hatten mal einen Gast, der hat 180 Kilo gewogen. Da muss man natürlich den Rahmen ordentlich verstärken. Dazu haben wir dann drei Schienen eingebaut bei dem Rahmen und unten eine T-Schiene noch angebracht. Dann noch eine neue Kette drauf. Das ist wie eine Panzerkette. Also die hält wirklich 3 Tonnen oder so hält die aus. Unten und eine Cantileverbremse vorne. Stufe, so eine ausklappbare Stufe hingebaut, sodass die Leute besser ein- und aussteigen können. Und ja, gut, natürlich haben wir auch schon besondere Schwergewichte dabei gehabt, wo es dann wirklich die Seiten auch aufgebogen hat. Das war natürlich dann schon eine Herausforderung zum Fahren, aber auch das ist gegangen. Also ist ordentlich verstärkt worden. Oder Gangschaltung? Eine Gangschaltung gibt es keine, ne? Ist alles Wadelkraft. Einfach toll, das Rikscha fahren, weil man die Leute kennenlernt, man kriegt wirklich einen Kontakt, man kommt ins Ratschen mit den Leuten und ist ein ganz draußener Bewegung und das ist eigentlich das, was uns am Rikscha fahren so gut gefällt. Eigentlich kann ich mich dem nur anschließen, also Rikscha fahren, es ist ein Lebensgefühl. Wenn ich mal schlecht drauf bin irgendwie und setze mich auf die Rikscha, dann geht erstmal nichts, weil ich bin ja schlecht drauf und das wirkt sich auch auf die Leute ein, die steigen einfach nicht ein und wenn sich das dann so allmählich lockert, dann steigt mal jemand ein, dann läuft es einfach und man ist richtig glücklich, dann strahlt man den ganzen Tag nur noch, wie man sieht. Ja, wir müssen in den Urlaub. Fahre ich da drüber, dann fahren wir ein bisschen felsen, dann fahren wir da nochmal. Ja, ich bin heute Vormittag mit Friedel schon zum Honoratioren-Essen geradelt. Und dann war der Heinz da gestanden und dann haben wir das ausgemacht. Hallo. Ganz spontan. Ja, weil betrunken war ich das alles. Ja, das jetzt, denke ich mal. Jetzt hat es noch gelungen. Nochmal gleich da oben, wenn ich es geschafft habe. Wenn ich es hochgeschafft habe. Von der Brücke bis zur nächsten Brücke. Ja. Ja.
Flo ist komplett rasiert heute. Jetzt mal ein Foto. Da hatte ich die Idee, dass wir müssen doch die Leute irgendwie besser transportieren können als nur die Shuttlebusse. Und dann sind wir drauf gekommen. Wir drei. Der Andi, der Benji und ich. Genau. Fahrgäste waren alle super. Nur einmal ist ein Fahrer gefahren, der kommt nämlich jetzt auch gleich. Der hat einen Fahrradfahrer hingelassen, der hat, glaube ich, einen Schlaganfall oder irgendwas bekommen und ist dann ganz blau angelaufen. Da ist er nämlich. Und daneben sind alle Leute gestanden und war gerade nur da, um zu helfen. Und alle haben gedacht, der hat den Summer gefahren. Dann ist es im ganzen Ort rumkursiert, dass er den Summer gefahren hat. Bis wir dann erstmal feststellen, nein, er war bloß da zum Helfen. Und dann, das war so ein kleines Gerücht, das da ganz schnell rumgegangen ist, dass er den Zimmer gefahren hat, war aber nicht so. Das sind alle benannt. Alle benannt. Alle fünf. Alle am letzten Tag benannt. Endspurt. Und die sind alle, glaube ich, alle vom ersten Tag an dabei, oder? Nee, zwei Wochen mal. Ich bin vom ersten Mal dabei. Erste Mal. Der hat sich sofort angeschrieben und sagt, wann bist du dabei? Juni. Juni. Ich bin die ganze Version durchgefahren. Ja, das stimmt. Das ist also sozusagen die Rikscha-Elite. Das ist die Rikscha-Elite. Die Rikscha-Elite. Die halt einfach nichts anderes können. Die können anderen Job. Das sind die uns am treu geblieben sind. Also bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Alle fünf. Alle vier. Mit mir. Fünf.